Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start, einem weiteren Part von Tomb Raider, beziehungsweise Shadow of the Tomb Raider. Es hat jetzt lange, lange Zeit keinen Part gegeben, aber ich habe ja versprochen, dass nachdem ich zurück bin, dieses Let's Play weiter fortgesetzt wird. Wenn ihr mehrere Parts sehen wollt, wenn ihr weitere Videos von diesem Spiel wollt, lasst einfach ein Like da. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Und wir sind in dieser unterirdischen Höhle und auf dem Weg zur Pyramide. Und ich bin auch nicht alleine. Neben mir sitzt ein Hallo. Dies gehen hier. So. Ich habe leider vergessen, wie man spielt. Das ist das Problem. Guck mal, X. Ich glaube, wir gehen hier. Nein! Hast du X gedrückt? Ich bin noch keinmal in diesem Spiel gestorben. Und seitdem du hier bist zum ersten Mal. Hallo? Gibst du mir jetzt die Schuld? Nein. Ich habe in der Zwischenzeit ja die anderen Spiele gespielt und jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wie man spielt. Aber ich glaube, wir können einfach da drüber springen. Anscheinend nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Doch. Okay. Klappt. Ich merk's. Alles bebt schon. Gut. Dann springen wir darauf. Und ich glaube, wir müssen uns beeilen. Sonst geht das runter. Oder wir müssen auf die Plattform. Was denkst du, dahin? Ja, ne? Ja, sieht richtig aus. Okay, ich versuch's mal. Spring! Mit Anlauf vielleicht. Spring! Sehr gut. So, da sind wie Glocken drin. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, wie man diesen Kletterangriff macht. Ich gehe einfach mal nach hier. Ja. Wie man diesen Kletterhaken benutzt. Nein! Mein Wasser-Viereck. Ich weiß es selbst nicht. Oh Gott. Okay, R3 ist für das Erkunden. Das muss ich auch nochmal machen. Jonah, ich versuch's nochmal. Guck doch in die Steuerung einfach rein. Gut. Ah ja, ich kriege das schon hin. Warte, da oben ist was. Da muss ich hin. Das ist nicht gut. Nochmal. Springen klappt schon mal. Ich glaube, es war wirklich Viereck. Das kann sein. So, schnell bewegen und... Ah, ich musste da hoch. Ich war einfach zu langsam. Okay, verstehe. Da ist irgendwas. Wahrscheinlich können wir da einfach nur... Können wir es kaputt machen? Drück mal die Tasten. Ja, geht nicht kaputt. Wir haben dieses, in der letzten Folge mussten wir auch eigentlich ein Messer, oder brauchten wir ein Messer und das konnten wir leider noch nicht benutzen oder herstellen, deswegen konnten wir durch eine Mauer nicht durch. Wie duckt man sich nochmal? Okay, gehen wir erstmal hier lang. Hier war noch was. Das nehmen wir mit. Golderz. Okay. Die Totenschädel sieht sehr einladend aus. Hallo. Hallo. Ich denke, wir schieben den. Da ist so eine Seilspule. Der Wagen fällt aber schon mal auf die Glocke drauf. Ja. Okay, wir sammeln das erstmal ein. Ah ne, da kann man nichts einsammeln. Das ist einfach zum Bewegen. Okay, wir bewegen den mal dagegen. Das bringt aber nichts, oder? Also kannst du bestimmt irgendwas mit dem Seil machen, oder nicht? Ja, aber wie denn? Keine Ahnung, ich kenne mich aber nicht aus mit Tomb Raider. Ich habe noch keine Skills, noch keine Fähigkeiten. Ich kann nur den Pfeil. Oh. Den Pfeil? Und dann, ja. Oh. Ich verstehe. Oh, stimmt. So, dann geht das runter. Sehr gut. Wenn ich dich nicht hätte. Ich hätte immer wieder gerne auf die Sprünge. Ah, stimmt. Wir können ja mit dem Pfeil sowas schießen. Okay, an die Technik habe ich mich noch nicht gewöhnt. Das ist, sowas gibt es ja bei Uncharted nicht. Da habe ich nicht dran gedacht bei Tomb Raider. Okay, gut. Dann haben wir das schon mal geschafft. Ah, wie machen wir das jetzt? Gucken wir weiter. Vielleicht springen wir jetzt zu dem, damit wir da drüber kommen. Weil der ist ja jetzt hochgefahren. Bitte nicht sterben. Lara, spring um dein Leben! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein! Nein!
passiert. Oh. Jeder stirbt mal. Nur einmal. Oh Gott. Naja, alle gute Dinge sind drei. Okay, wir wissen aber jetzt, wie es funktioniert. So. Dann gehen wir jetzt da drüber. Noch ein bisschen Anlauf nehmen. Nein, nicht runterfallen. Und los! Du hast dich. Komm, nein, spring. Sehr gut. So. Nein. Okay. Wir leben noch. Nicht mehr allzu lange anscheinend. Sieht so cool aus. Aber ich habe Angst, dass hier alles zusammenbricht. Wir springen jetzt zu dieser Leiter da. Gut. So, das haben wir geschafft. Oh. Hier können wir was untersuchen. Bericht der Nachhut. Gucken wir uns dann wieder in einem späteren Part an, in Ruhe. Wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Hier haben wir noch was. Wenn Sie neben einem Pfahl stehen, jetzt erklären Sie das. Vielleicht habe ich es eben einfach nicht gesehen. Okay, wir schießen nochmal drauf. Und dann müssen wir... Warte, wenn Sie nehmen, dann schießen Sie und entfernen Sie die Spule, um einen Seilstrang herzustellen. Irgendwie klappt es nicht so. Ich dachte, ich seile mich dann damit ab. Auf eine entfernte Spule. Vielleicht ist auf der anderen Seite noch eine. Oh, vielleicht schießen wir dahin. Ja, da ist doch eine Spule. Ja. Okay, dann schießen wir mal. Ja. Ah, okay. Und dann gehen wir dahin. Verstehe. Okay, ich wusste nicht, dass das Spiel sowas kann. Oder dass Lara sowas kann. Gut, jetzt sind wir schlauer. Mir gefällt die Art der Rätsel hier. So, wir gehen jetzt mal nicht zurück. Wir bleiben jetzt hier. Und dahin müssen wir nachher. Ein weiteres Rätsel. Eine Steinarbeit über den Tempel des Mondes. Okay. Nein, 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 nein. Ich sehe ganz genau, dass da eine Falle ist. Das war da was, rechts. Ja. Da sammeln wir erstmal das hier ein. Gott sei Dank habe ich auf den Boden geguckt. Wir müssen die Falle jetzt irgendwie entschärfen. Ja, sonst wären wir aufgespießt worden. Okay. Wie ducken wir uns? Kreis, okay. Langsam kommt die Steuerung zurück. Hui, das war ja ein Anfang. Gut, haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Da hinten leuchtet noch was. Haben wir da irgendwas übersehen? Ne, das war einfach die Leiter, die wir hochgeklettert sind. Hier war auch nichts mehr. Okay, dann gehen wir als nächstes hier lang. Gucken mal, was wir noch so finden. Es geht weiter mit den Rätseln. Einmal hier drauf. Nein! Nein, 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 nicht sterben. Spring! Gut, und jetzt hier rüber. Na, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Glockenplattform hängt fest. Okay, da müssen wir uns jetzt an der Wand einhaken. Wenn ich noch wüsste, wie es geht. Ich glaube, Dreieck war's. Nein! Das war ein Viereck, was du gedrückt hast. Ich habe zuerst Dreieck, es passierte nichts. Okay, nochmal. Spring, Lara. Schnell. Und jetzt müssen wir uns an der Wand einhaken. Plattform hängt fest. Nein. Sie will heute nicht so richtig springen. Okay. Los! Ja, sehr gut. Viereck. Gut, jetzt kannst du da hoch. Aber ist schwierig, wenn du so fünf verschiedene PS4-Spiele spielst und alle haben eine unterschiedliche Steuerung. Ich habe das Spiel jetzt wirklich... Ich glaube, über 2 Wochen nicht mehr gespielt. Oder seit dem letzten Part einfach nicht mehr. Und das ist nicht einfach, sich das zu merken. Okay, was können wir hier machen? Das ist eine Schule. Mhm, das müssen wir auf jeden Fall zerstören.
Wir gucken uns erstmal da oben um. Wahrscheinlich die Spule da, damit verbinden. Und hier haben wir noch eine Box. Haben wir noch irgendwas? Wir können an dem Rad dann drehen. Okay, das machen wir dann nachher. Wir verbinden das und dann drehen wir an dem Rad. Ich denke, sonst ist hier hinten nichts mehr. Ah, hier haben wir einen Wagen, den können wir da hinschieben. Gut, machen wir das als erstes. Den schieben wir. Und da ist auch eine Spule da. Vielleicht müssen wir die irgendwie verbinden. So, können wir irgendwas von der Decke schießen? Ich glaube nicht, oder? Das? Oh. Ja, das war gut. So, dann verbinden wir die Spule mit der da oben. Oder wir stellen uns daneben und verbinden die damit. Ich glaube, es wäre besser. So. Und dann machen wir das. Und dann ziehen wir den Wagen nach oben und lassen den dann fallen. Jetzt habe ich es drauf. Viereck. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Okay, ich hab's wohl doch nicht drauf. Nein! Oh. Also muss ich es mit der Spule verbinden oder wie? Der Wagen kippt um. Ne, von hier kann ich nicht dahin. Dann mache ich zuerst zu der. So, dann mache ich das damit fest. Aber was bringt das jetzt, wenn ich das ziehe? Dann passiert doch nichts, oder? Oh doch, das... Oh! Das ist auf so einer Plattform. Ich verstehe. So. Ich denke, das reicht, ne? Nicht weiter drehen. Nee. So. So, das reicht. Gucken wir mal. Dann ziehen wir den jetzt nach oben und dann lassen wir das da kippen. Okay, gut. So, dann schneiden wir es erstmal durch. Dreieck. Und dann binden wir ihn jetzt da fest. Rätsel gelöst. Gut gemacht. Dankeschön. Warte. Ich glaube, wir müssen von da oben einfach den da fest schießen. So, genau. Zack und fest. Und jetzt Viereck und dann ziehen wir den mal zu mir. Und dann lassen wir den, oder schneiden wir den hier oben los, damit der da unten die Trümmer kaputt macht. Perfekt. Und jetzt einfach loslassen und Viereck. Nein. Loslassen und Dreieck. Goodbye, Wagen. Sehr gut. Oh oh. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Gott sei Dank ist da die Leiter. So, jetzt muss ich nur wieder da drauf springen. Das kann ja was werden. Okay, wir gehen mal hier hinten lang. Sonst haben wir, glaube ich, alles gemacht, oder? Ja. Ja. Gut. Gehen wir mal hier hoch. Und springen jetzt mal da drauf. Und dann ganz schnell zur Leiter. Spring! Und spring! Daneben. Entschuldigung. Das ist der Todespart. Okay, nochmal. Nächster Versuch. Springen. Und spring. Sehr gut. Jetzt hat's geklappt. Sie braucht heute ein paar mehr Versuche. Du brauchst mehr Versuche. Ich brauche mehr Versuche. So, das haben wir erreicht. Da hinten ist noch was versteckt. Jetzt müssen wir nach da oben. Okay. Ganz vorsichtig. Ich möchte es auf jeden Fall... Als ob. Oh, ich bin noch nie in keinem Part gestorben. Das gibt's doch nicht.
Ich bin ein Todesgott. Ja, ich merk schon. Meine Todesgöttin. Was soll ich denn machen? Mich abseilen vielleicht. Ganz vorsichtig. Mit den Haken oder so. Nee. Oder? Das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn da hin? Muss ich einfach springen? Wohin denn? Da unten hin, da muss ich ja lang. Da muss ich jetzt hin als nächstes. Ja, wenn du runter springst, stirbst du ja. Wie komme ich da vorbei? Ich kann hier nicht hochklettern, oder? Oh. Oder doch? Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin heute definitiv ein paar Mal zu oft gestorben. Die arme Lara. So. Jetzt können wir hier runter. Und noch ein bisschen runter. Abseilen, okay. L2 oder R2? Die wissen, dass ich es nicht mehr wusste. Wir haben es geschafft! Yay! Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Ich dachte schon, ich muss das als nächstes Rätsel lösen. Schwimmtest-Rätsel. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Oh no. Nimm den Dolch. Den Tempel verlassen. Scheiße. Vielleicht ist das den Dolch, Jonah, der Dolch, den wir am Anfang brauchten. Ich denke, das Schnell. War's mit diesem Part. Wir beenden den unterwegs. Part. Genau jetzt. Genau, wo es spannend ist. Perfekt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war etwas hakelig. Tut mir nochmal leid. Ich habe viel zu lange nicht mehr gespielt. Ich kannte die Steuerung nicht mehr so richtig. Aber wir haben es hinbekommen. Und es ist spannend und ich bin sehr neugierig, wie es weitergeht. Wenn ihr auch wissen wollt, wie es weitergeht, lasst gerne ein Like da und dann seht ihr demnächst einen neuen Part. Ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.